Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon und das verlorene Tal. Ups. Ich bin ja. Ach ne, das war glaube ich gar nicht mal so falsch. Ich bin ja noch immer so ein bisschen am Graben und Begradigen. Das mache ich jetzt halt, wie man merkt, sehr oft. Ja, ich möchte es halt eben ein bisschen hübsch machen, ein bisschen schick machen. Bald kommt der Frühling. Und da soll es schön sein. So. Komm. Ah! So, das sind noch alles weg und dann müsste ich durch sein. Dann können wir auch ins Bettchen gehen und auf den nächsten Tag warten und hoffen, dass es schneit. Mit dem Wassercreme muss ich wirklich noch gucken. Also ich glaube, es soll funktionieren, wie gesagt, aber ich bin mir nicht sicher. Mann, und da ich jetzt auch so viel im Voraus aufnehme wegen der Gamescom, weil ich jetzt alles auch schaffen will. Wie gesagt, die Gamescom-Woche bin ich nicht da und davor ist auch jemand eine Woche zu Besuch. Und davor das Wochenende kommt Elik und da werde ich auch keine Zeit haben. Und ich muss halt eben quasi schon so 2-3 Wochen im Voraus aufnehmen. Demnach habe ich keine Ahnung, was ihr mir jetzt hier schreibt. So. Ups. Komm, das reicht erstmal. Gehen wir zurück. Zurück zum Haus. Noch kurz mit Iris reden. Schnacken, wie man hier auch so sagt. Hey! Bei diesem schönen Wetter lässt sich bestimmt leichter arbeiten. Ganz bestimmt. So. Und ich brauche Zäune. Wie gesagt, immer noch ganz viele. Ich will ja sehr viel mit Zäunen arbeiten. Das ist so mein Ziel. Um das alles etwas sicherer und wohnlicher und ja, generell schicker zu machen. So, aber erstmal ins Bett. Ja, bitte. Ja. Bam, 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 blam. Oh, was ist denn da? Ich habe das Gefühl, dass Babys von Tieren mit bestimmten Fähigkeiten diese Fähigkeiten leichter erhalten können. Aha. Oh, tolle Neuigkeiten. Ein Küken ist geschlüpft. Wieso weiß er das, Stalker? Komm mit, wir sehen uns das kleine Ding mal an. Oh, ein kleines Ding. Oh, Gott sei Dank ist das Junge wohlauf und gesund. Ich will ja nicht drängeln, aber erst mit einer an für das kleine Ding. Puh. Ja. Jetzt kommt natürlich die große Frage. Nach was benenne ich es? Eigentlich, ich habe ja gesagt, dass ich es ja nicht nach, ja, Zuschauer benennen will. Und aber wenn doch welche, die viel zugucken, sich melden, dann benenne ich es doch danach. Allerdings habe ich diese Folge noch nicht veröffentlicht und habe bis jetzt noch keine Resonanz in euren Stimmen nachgehört. Aber ich denke mal, ich kann es ja einfach mal Amelie nennen. Tut mir leid, falls du irgendwas anderes sein wolltest, falls du Opfer sein willst. Aber jetzt bist du ein Huhn. Tut mir leid. Was? Klingt wie ein gewaltig schöner Name. Pass gut auf und sorg dafür, dass es ein glückliches Tier wird, hörst du? Aber ich weiß ja nicht mal, wie ich den kleinen Bammelin mal rausbringen kann. Sind da immer eingesperrt in einem Hühnerstall. Genauso wie er, kommt auch nie mit raus. Kyoto, du alter Stubenhocker. So, was sagst du so? Ich zähle auf dich. Ich mag wirklich, was du machst. Nein, ich will gar nichts kaufen. Oh Junge, es schneit wieder nicht. Na gut. Was wollen wir heute von Hand gießen? Toll. So. Hallo, ich würde gerne, danke. Ah, Tomate. 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 Oh. Das ist ja einiges, was ich heute ernten kann. Die Tasche ist voll. Es wird gelagert. Na gut. Oh, dieser Schatten aber von diesem Adler. Das ist schon fast ein bisschen bedrohlich, wenn da mal was vorbeigerauscht kommt. So, ganz viele Erdbärchen. Nicht mit Bärchen zu verwechseln. So. Ah, am besten kümmere ich mich erstmal um die Tiere, bevor ich hier irgendwas anderes mache. So, der Mist hier. Du. Kann ich es heute eigentlich wieder rausbringen oder meckert dann Calvin rum? Muss man da mal ausprobieren, weil eigentlich kann man ja jeden Mission alle 2 Tage fragen, ob er einen hilft. Mal sehen. Vielleicht kann man es ja auch selber rausbringen. Ich weiß gerade gar nicht, ob das schubsen. Wenn ich einfach sage, eh hier, mach mal hin, geh raus. Doch eigentlich meine Option, das mal selber auszuprobieren.
wenn es anstrengend ist. Aber scheinbar momentan nur zwei Tiere, dann lohnt es ja vielleicht. Wir probieren erstmal. Oh Gott, wie viele Tomaten und Paprika ich inzwischen haben muss. Ich will gar nicht nachgucken. Ich guck nach. Tasche. Mais 90 geht schon mal gut los. Okay, 31 geht auch noch. 40, ja, okay. Ist noch in einem vertretbaren Rahmen, glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Schätze ich mal. Erstmal nicht. So, erstmal alles schön gießen. Wie schön, das schöne Landleben genießen. Landliebe ist, wenn es irgendwie Liebe ist. Keine Ahnung. Oh. Oh, und hinten ist auch ein Häschen. Wieder mal. In roten Augen. Seht ihr das? Ja, hüpft es. Hallo, creepy Häschen. So, ich hab's gestreichelt. Man hat zwar nicht, also ich war jetzt nicht gesehen, dass ich gestreichelt habe, der Baum im Weg war, aber seid sicher, ich habe es getan. Und wieder mal Tomaten im Winter ernten. War noch sonst. Ich meine, Tomaten brauchen ja noch viel Wärme und so. Von daher, puh. Wer braucht das schon? So. So. Und weiter geht's. Na komm schon. Oh, ich verbringe fast den ganzen Tag hier mit diesen blöden Bewässern. Bessere Gießkanne, Bewässerungssystem, irgendwas. Please. Oh Mann. Oh, die Gießkanne ist leer. Na komm. Ach, Chewy ist schon eine riesige Hilfe, wenn ich hier daran denke. Er gießt inzwischen schon echt gut. So. So. Kennt ihr das? Jetzt gleich haben wir es noch. Ein Moment. Fast. Ich zähle bis drei. Eins. Zwei. Zweieinhalb. Zwei ein Viertel. Zwei. Was? Zwei drei Viertel. Zwei. Und ein. Kennt ihr das, wenn irgendwie. Ich glaube gerade scheiße, aber kennt ihr das, wenn Zahnärzte einfach noch schnell bis drei zählen wollen, wenn sie dann fertig sind und 10 Jahre brauchen, bis sie bis drei gezählt haben und ihr derweil auf dem Stuhl sterbt? So geht das? Nein, heute könnt ihr auch nicht weinen. No. Okay. Stand da. Ich hab's echt gelesen. So. Ah, gut. Schauen wir mal. Dann bitten wir auf jeden Fall Woody. Du kannst uns gerne helfen. Wer hilft denn uns heute mal noch so? Rowan? Hey. So. Und. Hallo, Flint. Ja, mach mal. Ich glaube, ich bin hier heute zum ersten Mal, kann das sein? Ja, dann habe ich alle gestern schon gebeten. Fast alle. Jedenfalls. So. Hm. Oh, und Flint ist schon fertig. Okay. Das ging fix. Woody scheint direkt hier zu arbeiten. Oh, ich sehe Woody nicht. Dann kann ich kurz mal Roman anquatschen. Hey. Danke für deine Hilfe. Gut. So, wo ist Woody? Woody? Da ist er. Hart am Arbeiten, der Gute. Ich darf übrigens nicht vergessen, Mülltank zu melken. Das vergesse ich ja sehr gerne, sehr oft. Da ist er. Schön hier bleiben, Woody. Ah. Nein! So viel zu schön hier bleiben. Woody verschwindet erstmal. Wo ist er denn jetzt? Ist er wieder zurück? Nee, Woody? Bin ich blind? Nein, nein, nein. Da! Ah. Dieser Wichtel macht mich wahnsinnig. Hey. So. Alles klar.
Dann schaue ich schon mal ganz kurz nach dem Mülltank, bevor ich hier irgendwas vergesse. Das klingt aber ganz schön manchmal jetzt. Ich muss mal gucken, ob das jetzt an meinem Computer oder an meinem DS liegt. So, Mist entfernen. Mülltank. Da. So, habt ihr schon wieder Hunger oder habt ihr vergessen, euch zu füttern? Bin ich blöd? Ich zweifle gerade wirklich an mir. Dann halt doch nicht melden. Warum auch? Wer macht denn auch wieder sowas? Habe ich mich demnach jetzt auch um Kasumi gekümmert? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Anscheinend nicht, oder? Nein. Ich habe mich halt überhaupt nicht um Tiere gekümmert. Bin ich blöd? Himmels Willen. Okay, das Ei kommt direkt auch mal in den Brutkasten. Du hast ein Ei in den Brutkasten gelegt. Sehr gut. Ah, und Kasumi ist. Na, Bamelin? Oh, jetzt essen sie beide. Sehr süß. So. Wie gesagt, nächstes Ziel wird ein Pferd sein. Ich werde jetzt aber was ganz Gewieftes machen. Gewiefte. Nein, falsch. Tasche. Architekt. Bitte. Ich. Das ist Klotscher. Das hier. Ja. Ich muss mal gucken, wie ich das hier alles so mache mal. Das. Noch nicht so genau. Das kann man ja auch zum Beispiel hier so hin machen. Und hier kann man ja dann. Ach, ich weiß nicht. Hier will ich gerne so einen Zaun drumherum machen. Und mal sehen. Vielleicht kann ich ja auch. Ach, ich weiß noch nicht. Hier vielleicht noch so ein paar Blümchen hinmachen, dann. Damit das hier nicht ganz so karg aussieht. Und das. Ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht kann man ja auch. Ach, ich weiß nicht. Alles so ein bisschen schön anlegen hier. Und hier kann man ja auch noch so ein bisschen was machen. Mal gucken. Vielleicht kann ich es auch gleich ganz hinter. Ich guck mal, wie sieht das aus, wenn ich das hier nach ganz hinten setze. Nee, das sieht dann. Das ist dann so. Nein. Vielleicht auch so. Nee, nee, geht gar nicht. Das muss schon hier vorne ran. So. Ach, ich liebe das gerade voll irgendwie. Ich glaube nicht, dass ich das vielleicht hier so hinmache. Hier. Ah, ich weiß noch nicht. Ich bin noch so ein bisschen. Ich kann ja auch so ein Pavillon irgendwo hinbauen. Einfach nur so. Weil es schick aussieht oder so. Ich weiß nicht. Warte mal, nee, komm, den nehme ich nicht. Ich kann aber stattdessen Menü. Vielleicht sowas. Das lockert, denke ich mal, einiges auf, oder? Ich kann das ja dann hier so hinbauen. Oder? Sieht ja ein bisschen doof aus, jetzt gerade vor allen Dingen im Winter. Aber wenn noch so schöne Zaun drumherum ist, kann ich mir schon vorstellen, dass es dann auch gut aussieht. Muss ich mal gucken, wie ich das dann mache. Gut. Dann habe ich Änderungen übernehmen. Kann ich vielleicht auch. Vielleicht mache ich ja noch ein, zwei Bäume hier hinten hin einfach. Hier so und hier so. Dass dazwischen eins Platz ist. War, glaube ich, auch eine gute Idee. Oder dann vielleicht hier daneben noch so. Ah, ich kann ja. Moment. Das Dünger. Weil. Das Dümmerlager sollte auch möglichst in der Nähe von dem hier sein. Ach, ich weiß auch nicht. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich bin da voller Zuversicht. Wie lange nehme ich jetzt eigentlich schon auf? Okay. Alles klar. Gut. Dann würde ich mal sagen, ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, die Mädels Played, Harvest Moon, das verlorene Tal. Bye.